Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es mal um diesen einen Punkt, der in meinen Augen unter jedem Konflikt liegt. Man fühlt sich nicht verstanden. Und vermutlich beide Seiten. Und wenn man aufhört, über das zu sprechen, was der andere ja nun eigentlich mal endlich verstehen sollte, glaube ich, tut es gut, wenn wir uns dessen bewusst sind. Hier gibt es etwas, was der andere nicht versteht, der versteht mich nicht und ich verstehe den anderen nicht. Und wir wissen ja genau, dass wir nur unsere Seite ändern können. Und ich glaube, das verändert ganz viel. Ich habe das eigentlich gelernt in Geschäftsbeziehungen, dass man, ich weiß gar nicht mehr, ob das mal im Seminar war oder ob ich es gelesen habe oder wie auch immer, keine Ahnung, klar weiß, solange ich dem anderen nicht das Gefühl vermitteln kann, dass ich verstehe, was er mir sagen will, was er von mir will. Also ich musste hier immer meine Honorarverhandlungen selber machen. Ich war ja freiberuflich unterwegs und dann musste ich lernen, da reinzugehen oder wollte ich lernen, da reinzugehen, ohne immer nur an mein zu denken, das will ich erreichen, das will ich erreichen und vorher mache ich da nichts und so. Zu gucken, der andere muss erst die Möglichkeit haben, über seine Vorstellungen zu reden, bevor der mir überhaupt zuhört. Solange wir das andere im Hinterkopf haben, was wir erreichen wollen, sind wir nicht offen für das, was der andere will. Also habe ich den Hebel umgelegt sozusagen und habe angefangen, mir das nicht nur anzuhören, so nach dem Motto, so irgendwann ist der ja auch fertig und dann lege ich los, sondern darauf einzugehen, das zu spiegeln, nochmal zu wiederholen, habe ich das da richtig verstanden und das wäre für Sie jetzt das Optimale und so könnten wir das und so. Und so ist das auch in privaten Beziehungen. Also ich sage auch mal bei unseren Kindern oder bei unseren Eltern oder Partner oder der schräge Onkel oder was weiß ich. Wirklich erstmal hinzuhören, was der andere eigentlich will. Auch wenn ich das selber doof finde. Wenn ich meine, da bin ich bestimmt nicht die Einzige, glaube zu wissen, was der meint. Ne? Aber das ist ja völlig falsch. Darauf einzugehen, was genau liegt dahinter? Beide Seiten fühlen sich nicht verstanden. Ich bin der Meinung, dass ich die richtige Sicht habe. Mag ja sein, muss ich auch nicht von abgehen. Aber ich muss dem anderen erstmal richtig nicht nur Gehör schenken, sondern das in meine Gehirnbindung und in meine Herzenskammern reinlassen. Ich kenne so viele Gespräche, die eigentlich nur aus Gesprächspausen bestehen. Und der andere macht dann da weiter, wo er vorher aufgehört hat, ohne das, was er gerade gehört hat, mit reinzunehmen. Also da wirklich auf den Grund abzutauchen und zu sagen, ich fange mal an und versuche wirklich zu verstehen, wirklich mit Haut und Haaren, was der andere will. Und das in meinen Augen öffnet Türen beim anderen, dass der dann erst in der Lage ist, sich das auch mal anzuhören, worum es bei mir geht. Und dann ist da eine ganz andere Plattform. Das muss nicht gleich bedeuten, dass der eine oder der andere sagt, oh ja Mensch, jetzt habe ich dich ja erstmal richtig verstanden und natürlich hast du recht oder so. Darum geht es gar nicht, sondern erstmal wieder eine Basis unter die Füße zu kriegen, auf der man überhaupt agieren kann. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Also nicht mehr um diese Sache, die man selber erreichen will, diskutieren, sondern sich bewusst zu sein, beide fühlen sich nicht verstanden, mein Kind auch nicht, meine Eltern auch nicht oder sowas, ganz egal, wo wir hingucken oder auch im Kollegenkreis oder so. Und ich machte den ersten Schritt, denn der den ersten Schritt macht, hat die Macht und muss nicht warten, dass der andere da irgendwas macht, sondern dann ist man selber handlungsfähig. Und sagt, okay, ich möchte das jetzt gerne mal wirklich verstehen. Auch wenn das vermutlich nicht meine Überzeugung ist. Ich möchte es verstehen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, das mal so runterzubrechen und da mal nüchtern anzufangen, ohne dass du dich
dabei verletzt fühlen muss. Und dann hat sich, also das ist so ein kleiner Trick, wenn es heftige Meinungsverschiedenheiten gibt, dann hilft es mir und auch der Diskussion an sich zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt mal nebeneinander und wir beide haben da ein Problem und nicht eins zwischen uns. Also alleine dieses, ne, also wir beide haben da hinten ein Problem und das gucken wir uns mal an. Und es wäre ja gelacht, wenn wir beide das nicht regeln können. Also dieses nebeneinander auf ein Problem schauen, was irgendwo außerhalb liegt und nicht zwischen den beiden Personen. Das hilft auch noch. Ganz viel Spaß dabei. Tschüss.